Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Folge. Von einem Sascha kommt selten allein. Hallo, Sascha, du Lacher. Oh nee. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sascha und Sascha. Ein Sascha kommt selten allein. Und ich hab's einfach voll verhauen, ne? Oh, es tut mir so leid. Ich bin. Ach nee. Ne, es ist ja Donnerstag. Ja. 2 Wochen hatten wir jetzt Pause und ich habe es halt voll versemmelt, diese Ansage zu machen. Gleich vorab, wir machen ein bisschen Werbung. Und zwar von meinem Partner, Feel Food. Wir essen gerade nebenbei von dem was. Und der Live-Chat ist natürlich wieder dabei. Der Dösse Pasta ist. Bolo vegan. Genau, und ich esse von Feel Food Yellow Tail Curry. Ich werde euch das in die Videobeschreibung unten reinpacken. Mit meinem Code und sowas. Gönnt euch, guckt da auf jeden Fall drauf. Wir essen nebenbei, voll unhöflich eigentlich, ne? Aber trotzdem. Hallo Dörsel auf jeden Fall. Hallo, ja, wir haben gerade 2 Folgen, wie immer, 2 Folgen Stranded Deep aufgenommen. Sehr interessant diesmal. Ja. Aber die Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, kommen ja so erst Die ist dann im Dezember irgendwann. wir sind jetzt gerade kurz vor Weihnachten. Wir sind kurz vor Weihnachten gewesen. Wir haben 2 Folgen aufgenommen. Wir waren am 9. Ja. Hatten wir jetzt die letzte vorm Urlaub? Ich bin aus dem Urlaub wieder da. Hallo. WTF, Socken passen zum Shirt. Ey, ja. Der schon Live-Chat sagt gerade, meine Socken passen zu meinem T-Shirt. Das stimmt. Den Tag hatte ich auch noch eine gelbe Hose an, dann war ich komplett in gelb. Ja, und meine Essen auch, ne? Meine Curry ist ja in Also gelb. nicht Blumengroup, sondern Yellowgate. Dössel hatte ein Thema, was er heute ansprechen wollte. Oh, das muss ich erstmal heute von seinem Tag erzählen. Erzähl von deinem Tag. Heute Ich bin Real ja Talk kein, aus Dössel. ich bin ja kein Autofahrer, das wisst ihr ja. Und ich bin ja bei mir in der Stadt mit dem Fahrrad unterwegs und hier mit dir, bei dir mit dem Roller. Ja, also, ich heute Berufsschule gehabt, ich auf dem Weg zum Bahnhof. Gas geben, weil ich um Viertel vor, nee, um 2:50 Feierabend habe und um eigentlich 9 nach kommt der Zug. Okay. Und ich muss halt nochmal halb durch die Stadt. Weißt du, wo meine Berufsschule ist? Weißt du, wo mein Bahnhof ist? Ja. Dein Bahnhof? Ist das deiner? Ja, das ist meiner. Okay. Da, wo ich ein- und aussteige. Auf jeden Fall hatte ich vor mir eine Fahrradfahrerin. Ich weiß nicht, können Fahrradfahrer kein Fahrrad mehr fahren? Gerade fahren? Ey, die Schlangenlinie gefahren. Irgendwann bin ich links Handy dran am vorbei. Steuer vielleicht? Nee, 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 nee. Irgendwann bin ich links dran vorbeigezogen. Und dann kam ein Baustellenschild. Da zog sie dann auch noch mal nach links. Ey, man kann klingeln. Ich hub da auch nicht jedes Mal mit dem Auto, wenn ich mit dem Auto jemanden überhole. Ey, wenn die auf rechts auf ihrer Seite bleibt, alles kein Thema. Das war der erste. Ich am Bahnhof angekommen. Rein in Zug. Erstmal Bahnhof. Der RE schießt mich tot nach, ja, 10 Minuten später. Ich, toll. 10 Minuten am Bahnhof noch rumstehen. Die 10 Minuten am Bahnhof rumgestanden, kam der Zug. Ich mich reingesetzt, gucke gleich hinter der Tür, ist ein Sitzplatz, perfekt, kannst dich hinsetzen, hast du deine Ruhe. Sitze da, gucke nach rechts, ich nehme mir das Klo. Tür defekt, bitte per Hand öffnen. Ja, die war aber so perfekt, so defekt, ja. Die ist immer, ist er nach rechts abgebogen, der Ist sie Zug, ist er aufgegangen? auch wieder, rums, ist er nach links gewackelt, rums wieder zu. Boah, ging mir das auf den Keks. Dann kam die Kontrolleurin. Fahrkarten bitte. Ich meine Fahrkarten schnell aufgezeigt, konnte da gucken. Stimmt ja. Fahrkarte vorgezeigt, dann die mir gegenüber. Ich weiß nicht, die muss drogenabhängig gewesen sein oder ähnliches. Diskutiert mit der Mit der Schaffner, Frage, ja. mit der Schaffnerin, der Kontrolleurin. Ja, auf jeden Fall ist die Kontrolleurin dann zu ihr hingegangen und hat gesagt, dann steigen Sie bitte das nächste Mal aus. Oder am nächsten Bahnhof. Ich habe 20 Euro, komm her! Ich möchte jetzt nicht die Wörter benutzen, die sie gesagt hat, aber sie hat sie gut durchbeleidigt. Ich steig doch nicht aus. Sie wollte einen Bahnhof weiter als ich. Ja, wie ich ausgestanden gestiegen bin, ist die Kontrolleurin gerade mit der Polizei Okay, rumgelaufen. gut. Dann weiß ich, wo die hin sind. Gut. Okay. Weil
Du sagst jetzt, da kam die Polizei. Ich stehe am Fenster und bin am Telefonieren und auf einmal rauscht aber eine Polizeistreife vorbei. Rums, Digga, Alter, holla die Waldfee. Jetzt weiß ich warum. Geht ja noch weiter. Raus aus dem Bahnhof. Hier fahre ich ja dann mit dem E-Scooter. E-Scooter mir geschnappt und los. Hier vorne. Nicht die erste Ampel, sondern die zweite Ampel. So eine kleine Nebenstraße. Ja. Kommt mir ein Zmombi entgegen. Ein Smombie? Läuft mich fast über. Was ist denn ein Smombie? Nee, hier so ein Kind, was die ganze Zeit nur auf dem Handy Ach guckt. so. Die hat noch nie mal geguckt, dass es grün ist. Smombie? Heißen die nicht so? Weiß ich nicht. Aber der Tag, ich muss ja noch zurück. Das ist ja nicht so, dass ich noch zurück muss. Gut, haben wir das auch geklärt. Nächste Woche werdet ihr dann hören. Also, übernächste Woche Übernächste Woche im Podcast, nächste Woche im Live-Chat. werdet ihr dann hören, wie die Rückfahrt war. Kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Gestern kann ich ja auch noch erzählen. Ich von der Firma aus, ich mache ja eine Umschulung über die Rentenversicherung, muss ja einmal die Woche zum Stützunterricht. Ja. Und ich brauche normalerweise so halbe Stunde, dreiviertel Stunde hin. Ich hau mal auf der Arbeit schon ein bisschen mehr ab, falls mal irgendwas passiert. Ich ziehe ja sowas immer magisch an. Ich bin Höhe Rummel. Ach so, ja. Höhe unserer ehemaligen Heimat. Da ist Heimat, ja ja. die Autobahnauffahrt, Autobahnabfahrt. Ja, genau. Genau dazwischen haut es mir die Kette raus. Und kein Werkzeug dabei. Ich Telefon raus. Mutti! Was ist los? Meine Kette ist schon wieder runter. Soll ich mit dem Bus kommen? Ich sage, nein, komm mit deinem Auto, bring mir einen Busschlüssel mit. Ich bring das Ding nicht schon wieder in die Werkstatt. Ich schnell Kettenschutz abgemacht, Kette draufgepackt und weiter. Dann bin ich doch weiter bis zu Edeka. Aber wenn wir hingesetzt haben, noch einen Kaffee getrunken. Aber, ey, mal ganz ehrlich, So viel Scheiße wie mit was meinem ist denn Fahrrad. das für ein Fahrrad? So oft wie die Kette rausspringt, das ist Ja. doch ein Fahrrad, also für die Tonne, oder? Sei mal ehrlich. Also, ich würde das weggeben und würde es nie wieder haben. Würde ich sagen, Das gib mir. lese ich ja jetzt Was erst, denn? was du da drunten stehen hast beim Live. Talkshow und sowas? Nein, Dösseltag. Das habe ich nicht gemacht. Das hat mein Mod gemacht. Ja, auf jeden Fall war dann schon wieder Highlife heute. Also, und gestern. Dann wollte ich, also Samstag wollte ich feiern gehen. Bin ich ja ganz ehrlich. Ja. Ich wollte feiern. Du wolltest Ich, feiern gehen? pass auf. Ich wollte Party machen gehen. Ich wollte meinen Sohn am Samstag holen. Nicht mit dem zusammen Party machen gehen, ist ganz klar. Mich mit dem den Tag über beschäftigen und abends wollte ich feiern gehen. Jetzt die Person, mit der ich feiern gehen wollte, zuerst, ist ein Pärchen. Sind beide krank. Entschuldigung. Sind beide krank. Fällt aus. Meine beste Freundin sagt zu mir, wir wollen auf eine Feier gehen. Kommst du mit? Ich sage, gerne. Zwei Premieren. Kennst du das, die Millenniumshalle in Braunschweig? Nein. Hinten Madammweg, Ecke Ganderhals. Sagt mir nichts. Richtung Rafteich ist auch links dieser große Berg. Und das ist Millenniumshalle. Okay, Ist keine ein Ahnung. Eventcenter. Ja? Da war ich noch nie feiern. Da war ich zwar schon mal, ja, aber da war ich noch nie feiern. Da wäre ich feiern gegangen am Samstag. Wäre die erste Premiere. Und die zweite Premiere auf einer Ü30-Party. Da war ich auch schon mal. Ich noch nicht. Nee? Ich bin alt. Ich war auf einer Ü30-Party mit einer Freundin damals. Wir standen auf der Gästeliste, deswegen sind wir reingekommen. Wir waren noch keine 30, aber durch die Gästeliste bin ich halt draufgekommen. Ja, Connection ist halt, ne, wenn man die Leute kennt und sowas, die auflegen und sonst was, dann ist das gut möglich, dass du draufkommst. Und, ja, weiß ich nicht. War jetzt auch nicht der, es ist wie eine normale Party, bloß dass da Nur Ältere. Ältere drauf sind. Also. Naja, Und dann, wenn naja. ich mir unterhalte, wie alt bist du? Ja, 28. Hä, aber das ist doch eine Ü30, wie kommst du denn hier drauf? Ja, ich kenne den DJ. Stehe auf der Gästeliste halt. Komm hier drauf. Oder Phasmophobia, sag ich jetzt schon. Fiesta-Phobie? Fiestaphobia. Alle stehen sie an, Schlange.
Du, hi, und gehst dran vorbei. So, hä, warum kommst du da rein? Ja, steh halt auf der Gästeliste bei den DJs. Das ist mir passiert. Ich bin unterwegs gewesen im Braunschweig mit einer Gruppe. Also eine Gruppe, mehr als 5 Leute. Und es war Fiesta Phobia am Bahnhof. Oh, Alter, weiß ich noch. Ja? Mein Ohr. Dein Ohr? Du warst doch gar nicht mit. Doch, ich war also, da. Du warst da, aber bist nicht mit mir mitgekommen. Nein, nein, ich stand aber vorne, standen wir. Und wir standen den ganzen Abend, standen wir in den Boxen. Ja. Und dann sind wir raus, über die Veranda rüber und zum Rauchen immer. Also, weil wir durften es ja. Ne? Na, auf jeden Fall, meine ganze Gruppe, zack, angestellt. Ich gucke nach rechts, ich sage, Leute, wir sind uns drin. Zack, an einem vorbei, oh, hier, der, ja gut, stehst drauf, kannst rein. Ja. Ja. Und? Bahnhof damals war ich, dann war ich, Raffteich war ich auf jeden Fall. Da waren wir sogar zusammen. Hm, genau, da stand man nämlich auch auf der Gästeliste drauf. Mhm. Dann war ich, Burgpassage. Da war ich nicht. Dann war ich, Entschuldigung. Wie heißt diese andere Passage am Bohlweg? Die neue? Da war auch. Schlosspassage? Nee, ach, keine Ahnung, wie die hieß. Aber du meinst nicht im Schlosskarree? Doch, da war auch, glaube ich, damals. Weißt du, das war, was weiß ich da nicht. War ich, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, irgendwo war ich noch. Ja. Ja. Wie gesagt, meine lieben Freunde, meine Zuhörer, wir sind nebenbei am Essen, es tut mir wirklich leid. Von viel Food von meinem Partner. Yellow Thai Curry esse ich. Und der liebe gute. Das ist Pasta Boller Vegan. Es gibt noch 2 andere Sorten. Ich werde euch den Link unten auf jeden Fall in die Kommentare reinhauen, wollte ich gerade sagen, in die Infobox mit reinhauen. Aber ich habe die ganze Zeit Creator Code, ja. Ich wollte irgendwas sagen, ne? Ich habe die ganze Zeit geredet. Ich bin fertig mit Essen. Ja, ich auch. So. Ja. Ich wollte irgendwas noch sagen, das habe ich aber voll vergessen. Scheiße. Aber eigentlich ist das gar nicht mein Thema gewesen, was ich mit euch reden wollte. Ja, dann los. Du hast ein Thema vorgeschlagen heute. Ja, so. Wollen wir ganz kurz noch ein Zwischenthema einwerfen? Ja. Wohnungsupdate. Ja, Wohnungsupdate, genau. Wohnungsupdate. Ich verbringe meine Abende bei mir in der Wohnung. Das ist schön. Ich könnte auch da schlafen, aber soweit bin ich dann doch noch nicht. Aber gestreamt haben wir ja schon zusammen. Das stimmt. Also jeder von sich, aber ich bei mir in der Wohnung. Also, Zimmer sind alle fertig, tapeziert, Fußboden drin. Der Flur braucht noch Fußboden, aber das ist nicht erstmal nicht so wild, weil du kommst rein, ziehst dir deine Schuhe drin aus, ob da jetzt PVC ist oder. Müssen bei dir Gäste Schuhe ausziehen? Ich weiß, ihr hattet letztens das Thema. Ja, bin ich ganz ehrlich, ja. Aus dem einfachen Grund, ich habe gerade im Wohnzimmer und halt auch im Schlafzimmer. Also jetzt gerade, wenn ich sag mal in einem halben Jahr oder ähnliches, wenn ich den Teppich selbst versaut habe, ist mir das dann auch egal. Aber, aber jetzt gerade habe ich niegelnagelneuen Teppich drinne und da möchte ich das gerne. Also es machen auch eigentlich alle von sich aus, dass sie die Schuhe ausziehen. Ja. Ja, weil halt alle wissen, man es fragt ist ja eigentlich immer nach. Also, ja. Ich will mal, soll ich Schuhe ausziehen oder kann ich anlassen? Und dann, ja, kannst anlassen. Oder, nee, bitte ausziehen. Und dann zieht man aus. Ja, also, das habe ich tatsächlich mitbekommen, beziehungsweise das habe ich im Live-Chat habe ich das mitbekommen, dass ihr darüber geredet habt. Nee, das ist, ja, 2 Fernseher stehen schon drin. Küche ist ja eh fertig gewesen. Ja, Internet, PlayStation ist da. Hab schon so den einen oder anderen netten Abend bei mir in der Wohnung verbracht. Bin dann aber zum Schlafen immer wieder zu meinem Vater gefahren, weil der jetzt demnächst in den Urlaub fährt und ich dann House-Sitting mache. Also das heißt, ich bin dann abends halt auch wieder online bei mir und fahre dann aber rüber zum Schlafen. Ja, das ist ja kein Problem. Gerade weil sie bei dem ja jetzt schon eingebrochen haben. Ja, ist ja bei vielen so. Ja, ne? Ja, da war er ja auf Reha. Und da ist seine Holde ist ja dann morgens hingekommen und hat dann festgestellt, dass die Scheibe eingeschlagen war. Hat das keiner gehört? Hm. Der Nachbar hat sogar Kameras. Heftig. Aber dann bin ich mit ihm, war ich beim Nachbarn auf dem Grundstück. Ich sage, und was ist, wenn sie hinten vom Graben kommen? Ja, wie sollen die denn hinten vom Graben kommen? Ich sage, naja, hinten, Madameweg.
Da ist ein Spielplatz, da können die über den Zaun klettern und können dann hinten über den Graben kommen. Wupp, 2 Tage später war eine neue Kamera dran. War ganz lustig. Nee, so, eigentliches Thema. Ich habe so ein ganz, ganz doofes Thema. Kryptonit. Kryptonit. Sagt dir Kryptonit was? Nein. Also Kryptonit ist das, wo Superman immer schwach wird. Okay. Ja? Und gerade so gibt es, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei gerade so in meinem Freundeskreis, wenn ich sage, mein Kryptonit hat geschrieben, weiß jeder, es geht um eine Frau. Okay. Es geht um eine bestimmte. Ich war jetzt tatsächlich so weit, dass ich das Ganze abgehakt habe. Ja, hätte ich vielleicht noch so eine Woche gebraucht. Na, auf einmal schrieb sie mich wieder an. Mein Kryptonit. Mein Kryptonit. Okay. Nicht, was du jetzt vielleicht denkst. Oder an wen du gedacht hast. Können Frauen das vorhersehen, wann du eigentlich gerade so in diesem Zeitpunkt, wo du gerade keine Nachricht haben möchtest, weil du gerade dabei bist, noch das Ganze zu verarbeiten, auf einmal sich wieder melden? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und sie, ich kenne sie ja jetzt wirklich sehr gut und kenne ja auch ihre Macken und ähnliches. Und ich wusste ja, dass sie in einer Beziehung ist. Und wenn sie in einer Beziehung ist, meldet sie sich bei keinem einzigen Freund. Okay. Und auf einmal schrieb sie mich wieder an. Bin jetzt gespannt, nicht nächste Woche, übernächste Woche treffen wir uns. Ja, ich habe große Klappe riskiert. Ja, ich habe jetzt zwar bei ihr in der Küche schon gekocht und habe dann gesagt, so das nächste Mal koche ich bei mir und dann gibt's Eierpfannkuchen. Eierpfannkuchen? Ja. Sag doch einfach Pfannkuchen. Nein. Eierpfannkuchen muss sein. Wenn ich einen Pfannkuchen sage, ja, und ich habe einen Berliner vor mir, der denkt an einen Berliner. Also das ist so apropos Berliner und so alles. Wir streiten mal ganz kurz das Thema weg. Aber ich habe da gestern, wo gestern, ich habe heute TikTok heute Morgen geguckt, wo ich in einem Call war und habe gesehen, dass einfach Sandhausen die Bayern weggehauen hat. Ja! Ja! Jetzt weiß jeder, wo Sandhausen ist. Ja! Also komm, Sandhausen war mal Zweitligist. Ja, aber trotzdem. Ja, so ist es ja nicht. Aber ich find's phänomenal. Wohl die Nachspielzeit, wenn 6 Minuten und es ist vorbei, dann ist vorbei. Und dieser Schiedsrichter lässt einfach 8 Minuten noch, noch 2 Minuten noch weiter. Ja, aber die haben das Tor in der 96. Minute geschossen. Ja. Aber er hat immer 2 Minuten draufgelegt, weil Sandhausen natürlich eskaliert ist beim Feiern. Ja. Ja, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, du sagst das, 6 Minuten sind 6 Minuten. Ja, 90. Minute, es wird angezeigt, es werden 5 Minuten nachgespielt. Ja, der nimmt die Tafel runter, in dem Augenblick passiert ein Foul. Da muss die Mannschaftsärzte gehen drauf, ähnliches, das dauert 5 Minuten. Ja, aber soll ich dir was sagen? Ich gebe dir Brief, sorry an alle Bayern-Fans. Aber wenn es Bayern wäre, in dem Moment, hätte er abgepfiffen. Er hätte abgepfiffen. Er hätte nicht weiter, er hätte abgepfiffen. Natürlich. Bayern-Bonus. Bin ich ganz ehrlich. Sorry, ja. Bayern-Bonus, aber was ich aber auch, weil du jetzt gerade auf Fußball zu sprechen kommst, sagen muss, was auch sehr gut ist, ist Homburg. Homburg hat auch gewonnen, ne? Nicht Hamburg. Ja. Homburg. 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 Ich mach mal ganz kurz. Homburg hat auch irgendwen raus. Die haben Greuther Fürth rausgehauen. Ach so, Greuther Fürth. Ja, und Schalke raus. Also Leipzig ist raus. Ist raus gegen Wolfsburg. Hamburg auch nur knapp im Elfmeterschießen gegen Bielefeld. Köln ist raus. Ja, okay, aber ich muss sagen, dann ist, guck mal, der DFB-Pokal ist schon wirklich dann spannend. Der DFB-Pokal auch gerade, außerdem nicht Sandhausen. FC, Nicht Sandhausen. Sandhausen hat gegen Leverkusen verloren. Nee. Saarbrücken. Saarbrücken, genau. Saarbrücken. Und Saarbrücken. FC Saarbrücken. Man muss ja dazu sagen, Saarbrücken. Ja, die haben gespielt gegen den FC Bayern München, gegen den
Rekordmeister, Rekordpokalsieger, Rekord schieß mich tot. Da kostet die ganze Mannschaft von Saarbrücken, hat einen Marktwert wie, ich glaube, zwei Spieler von Bayern zusammen. Ja. So ungefähr. Und Saarbrücken ist Viertligist. Nein, Dritt. Viert. Dritt? Drittligist. Ach ja, Drittligist, die sind aufgestiegen und hätten letztes Jahr fast die. Die sind auf dem 13. oder sowas. Ja, die hätten letztes Jahr, haben die knapp den, genau, Drittligist, die waren Viertligist, so war das. Die sind 15. Ja, 15. So. Letzte Saison haben sie knapp den Aufstieg in die zweite Liga verpasst. Und sind davor das Jahr erst aufgestiegen, weil die waren nämlich davor das Jahr im Pokal, ich glaube, bis Viertelfinale. Boah. Als Viertligist und haben auch einige Hochkaräter rausgehauen. Ja, gut. Und da haben hatten ja einen Torhüter da drin, die sind ja nur im Elfmeterschießen weitergekommen. Okay, ja gut. Wollen wir nicht so, was wolltest du weiter? Deine. Ja, mein Kryptonit. Wie gesagt, haben Frauen dieses Faible einfach zu schreiben. Keine Ahnung. Ja, jetzt hat ihre Tochter hat jetzt heute in 6 Tagen Geburtstag. Ja, und dann das Wochenende, also so am 11.12. rum, haben die dann noch Kindergeburtstag. Und dann dann treffen wir uns. Wir müssen mal einfach wieder quatschen, weil sie hat wohl einiges, was passiert ist jetzt in den letzten Wochen bei ihr. Und da will sie mir einfach erzählen, was so auf dem neuesten Stand ist. Okay. Und ne, ich kann dir jetzt mal das Geburtstagsgeschenk zeigen von der Kleen. Ich hoffe, sie freut sich drüber. Hast du erzählt, dass du so einen Koffer gekauft hast? Ja, stimmt, habe ich ja erzählt. Du hast erzählt, du hast einen Schminkkoffer gekauft und dann hatten wir geguckt. Ja, das habe ich im Livestream, das hat ja der Podcast nicht mitbekommen. Stimmt, und er hatte erzählt, er hat im Podcast einen Live-Channel gekauft. Er hat im Live gesagt, er hat einen Schminkkoffer gekauft, genau, und da haben wir ihn ein bisschen ausgedacht. Aber er hat einen Schminkkoffer von... Frozen, genau, die Eiskönigin. Ja, wir können es ja sagen, weil der Geburtstag, wenn das rauskommt, ist ja schon vorbei. Hat er gekauft. Mega cool eigentlich. Ja, für eine Fünfjährige, die total, also die Kindergeburtstagsfeier wird auch Frozen sein. Und sie ist total jetzt gerade mit Schminken und allem. Selbst ich wurde schon geschminkt. Aber halt so Kinderschminke. Nee. Ja, was bei dir? Also, bevor du fragst, mein Urlaub war super. Endlich können wir es sagen, richtig. Mein Urlaub war super. Ich habe mir in, das muss ich kurz erzählen, ich habe mir in Salzburg, also Österreich, ein neues Käppi gekauft. Du siehst das Käppi gerade vor dir, der Live-Chat ja auch. Ja, ich habe auch schon vom Live-Chat zu hören bekommen, Käppi sieht gut aus. Was ist da drauf? Eine schwedische Fahne. Wieso fährt man nach Österreich in den Süden von Deutschland, um dann ein Käppi zu kaufen aus dem Norden? Ich kann es dir sagen. Wir sind in Salzburg angekommen, wir sind auf den Platz gekommen und haben gesehen, Swedish Candy Shop. Und da bin ich rein und dieses Käppi fiel mir sofort ins Auge, weil das geile Farben hat. Ja. Und dann bin ich nochmal rein, hab dann auch auf dem Rückweg dann zum Auto, hab nochmal gefragt, was es kostet und der Preis war unschlagbar und ich habe gesagt, ich nehme es einfach mal mit. Ich bin nicht so der Käppi-Träger. Also. Ah, du kennst mich, an eigentlich? Nein, ich kenne dich nicht. Ich kenne natürlich mit damals mit so einem roten, abgeranzten Käppi. Mit dem MAN-Käppi, ja. Das habe ich noch. Oh. Ich habe sogar noch das Käppi, was ich davor hatte. Ich muss immer dran denken. Das ist dieses türkise Käppi mit dem Avalanche-Zeichen drauf. Das hatte ich sogar mit einmal hierher. Ich muss immer dran denken beim 24-Stunden-Stream. Wie du ganzen Käppis mit hattest und wir jedes Mal 7 Käppis! Die Zähne geändert haben, du ein anderes Käppi und es ist keiner so aufgefallen. Es ist keiner so aufgefallen, dass du eigentlich jedes Mal dieses scheiß Käppi geändert hast. Und es war ja nicht nur so, dass ich ein Käppi hatte, dass ich nur schwarze Käppis dabei hatte. Nein, ich hatte ja sogar das aus München mit, was ich verkehrt rum aufsetzen musste, weil es ja zu ist hier vorne. Das ist ja einfach so, das setzt du ja dann mit dem Schirm nach hinten auf. Das hatte ich dabei, dann hatte ich ein türkises dabei, dann hatte ich ein rotes dabei. Ey,
unterschiedlich fanden. Es ist keinem aufgefallen. Nein, es ist keinem aufgefallen. Hätte ich irgendwann mal auf, ohne Käppi mich vor die Kamera gesetzt, ja, beim 24er. Das wäre den Leuten aufgefallen. So, das wär dann aufgefallen, ja. Das wäre dann, glaube ich, aufgefallen, ja. Oh, was kommt jetzt? Ja, du hast kein... Also, entschuldige, wenn ich das so sage. Ja, du hast einfach kein Käppi-Gesicht. Ne, ist auch nicht schlimm. Wirklich nicht. Übrigens... Fällt dir gerade was auf, das Käppi ist gelb. Dann möchte ich nicht nochmal Hose umziehen. Nein. Komm, jetzt ist. Nee, was gibt's sonst Neues bei dir jetzt? Ich hatte Twitch-Geburtstag. Oh. Ich war dabei. 2 Jahre. Affiliate, Mitglied. Und ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Ja. Im Live-Chat ein bisschen Action, und zwar, du kannst meine Lichter ja steuern. Du hast es ja schon gesehen. Ich habe es sogar schon gemacht. Genau. Das heißt, bei Bits, bei Follower, Abos und alles Mögliche, was kommt, macht mein Büro so Radau mit nicht Lichtern. Nicht nur dein Büro, dein Wohnzimmer, deine Küche. Selbst das Klo! Ich kann selber genau das Klo damit, also ne, die könntest Lampe. Könntest ja. Ist halt aus. Alles, wo ich das Licht anhabe und was verbunden ist und ich auch mit eingebunden habe, kann ich, ne, also das habe ich vorher noch gemacht, denn ne, die Küche halt. Mhm. Aber es würde alles anfangen zu blinken, ja. Wie, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, ja. Hä? Ja. Was läuft heute verkehrt? Warum? Weil ich gerade geguckt habe, wie spät wir es eigentlich schon haben. Ja. Und mein Zug fährt in 17 Minuten. Oh, das ist doch gut. Das wird sportlich. Ja. Ja, aber gut. Ja, du kommst immer mit dem Zug, ne? Das ist komm immer mit dem Zug. Und hast du nie nachgedacht, einen Führerschein zu machen eigentlich? Nein, wenn ich mir überlege, nein, doch, ich hab ja sogar schon angefangen. Aber ich, guck mal, ich bin... Du weißt ja ungefähr, wo meine Wohnung ist. Ja. Ja, ungefähr. T-Docs Zeller Straße bin ich mit dem Fahrrad schneller bei mir an der Wohnung als Leute mit dem Auto. Ja, gut. Ja, weil ganz ehrlich, heutzutage die Straßenverhältnisse, also gerade was auf den Straßen ist. Guck mal, ich fahre ins Ringgleis lang, ich bin da. Ich fahre mit dem Fahrrad von meinem Vater zur Arbeit genauso lange wie mit dem Auto. Ja, klar, jetzt es wird kälter und ich habe jetzt auch schon Jacke, dicke Jacke an, ich gehe in eine falsche App rein. In die dicke Jacke an, ich habe manchmal sogar schon Handschuhe an, weil dann halt einfach der Fahrtwind auch ein bisschen nervt. Oh, von, das geht. Ja, gut. Ich muss sagen, es macht mir immer noch Spaß, diese Plausch. Ja, definitiv. Wenn man sich überlegt, wir labern ja auch genug. Dünnschiss. Müll? Müll? Ja, Müll. Ja. Müll. Im Live, gerade so, wenn wir Rocket League spielen zu dritt, wenn dann noch so ein gewisser Mister dabei ist, da ist dann schon so das ein oder andere, wenn dann auch noch die Conny noch einen raushaut. Ja, das stimmt. Da kann man... Wir haben übrigens, wir müssen unbedingt mal, ach, du hast ja gestern im Live hatten wir es gesprochen und auch alle, die so zuhören, wo es sehr lang ist, aber es wäre mal ganz cool, wenn wir Among Us spielen würden. Alle zusammen. Wie gesagt, habe ich auf dem Handy. Kann ich gerne mitspielen. Das ist ja wie Fortnite. Fortnite habe ich auch schon über das Handy mitgespielt. Ja, das stimmt. Apropos Fortnite. Morgen. Und ich habe Wochenende dann. Oh, armes Haarschall. Ich werde morgen nach der Arbeit in die Wohnung fahren und daddeln. Ah ne, erstmal Update ziehen. Oh, Gottes Willen. Gerade eine E-Mail bekommen. Die Preise von YouTube gehen hoch. Oha. Ihr leckt mich doch am Arsch. Aber wir haben ja, können ja jetzt auch nochmal... Auf 12,99 €. 1 € teurer. Aber wir können ja, beziehungsweise wir sind ja noch am Stranded Deep aufnehmen, aber wir haben ja das neue Crossplay-Projekt dann. Ja. Was heißt Projekt? Es wird ein paar Folgen vielleicht geben. Ja, und dann werden wir mal schauen. Richtig. Gut. Wenn es ankommt, kommt es an. Wenn nicht, dann nicht.
Wenn Aber nicht, dann wir, nicht. Aber wir werden mal gucken, vielleicht ein bisschen durch. Dann wird man sehen halt. Richtig. Okay. Na gut. Danke, Dussel, Nicht dafür. für diesen netten Talk. Danke an den Live-Chat, dass ihr auch dabei wart. Danke an alle Zuhörer. Und haut in die Kommentare unten rein, wie es euch gefällt. Ob ihr immer noch so Spaß macht, Verbesserungsvorschläge gerne. Richtig. Haut mal ein paar Themen raus. Ist Dussel zu laut? Ist Dussel zu leise? Alles Mögliche. Hey, wie gesagt, ich habe das bei Stranded Deep, da bin ich manchmal, fühle ich mich zu leise. Ich höre mir schon mal ja die Folgen Ja. genauso an. Weil dann konzentrierst du dich voll nur aufs Spielen. Jetzt im Podcast konzentrierst du dich halt aufs Reden und dann bist du Alles gut. automatisch lauter. Okay, Na danke gut. Dussel und danke euch. Und das war der Podcast. Ein Sascha, ein Sascha, ein Sascha kommt selten allein. Und macht's gut und tschüssi, Ciao, Koski. ciao.